Wir befinden uns mal wieder in derselben Situation wie in Sonic the Hedgehog 4 Episode 1. Es fehlt uns ein Chaos Emerald, wir gehen in die dritte Zone, spielen den ersten Act und es wird eine Katastrophe. Ist zumindest das, was ich glaube, aber wer wäre es denn? Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play. Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Heute geht es weiter mit Old Desert Zone, Act 1, durch den Sandsturm. Oh mein Gott, was wird es wohl erwarten? Natürlich, was ist Sand, aber sonst kann uns ja fast gar nicht erwarten. Und ja, es ist halt, oh, es geht schon los. Die Hölle hat begonnen. Und hier der rote Ring. Oh ne, ich hoffe, ich weiß, wo der ist. Ich will mich da, ich will das nicht. Ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich werde garantiert restarten müssen. Ich wette mit euch, Leute. Ich schwöre auf mein Leben. Ich werde restarten müssen, einmal. Einmal werde ich es tun müssen. Haha. Ja, leider war es nicht gut genug. Ey, da waren 10 Ringe. Aber, na gut, ich bin halt nicht... Ey, wenn die mich kriegen, ey, das ist doch... Ey, fuck this shit, I'm out! Danke, ey. Du verlierst gerade deine Ringe. Ach, nee. Als ob ich das nicht selber wüsste. Ich mach das ja alles mit Absicht, nicht wahr? Komm. Ich weiß, wann ich unten durchgehen kann. Oder muss man oben drüber gehen? Ich meine, das war so. Oder bin ich jetzt so ein bisschen bescheuert im Kopf? Das geht doch. Aber warum hat es wohl nicht geklappt? Komisch. Das ist komisch, aber... Wir wissen ja alle... Sonic, der Trophäe Episode 2. Ein Spiel für Verzweiflung. Und noch mehr Verzweiflung. Ich glaube, ich will oben lang, lieber. Ja, ich will oben lang. Oder auch nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Leider ist meine Coolness leider noch ein bisschen zu cool. Bitte was? Oh Gott. Ich habe immer die Sorge, dass ich hier abstürze. Ah! Nein, 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 nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wow, ey Gott. Tails oder Sonic, einer von euch bringt mich gerade ins Grab. Das wisst ihr schon, nur ihr wollt wahrscheinlich nicht zugeben, dass ihr mich ins Grab bringt. Aber okay. Ich hab's verstanden. Ich hab sowas von verstanden. Mann, meine Stimme ist gerade ein bisschen im Arsch, ich merk schon. Nur, das hat doch was zu bedeuten, wenn es schon so weit ist. Habe ich zu gute Aufnahmen gemacht oder was? Genau, hier gibt es einen Trick und zwar einfach sehr spät wie möglich hier das Manöver machen. Genau, 1, 2, 3 und vorbei. Und los! Oh Gott! Jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Seht ihr? Das sind diese Bastarde. Da vorstellen, Leute. Die Bastarde. Die Bastarde des Todes. Und ich bin sowas von am Arsch, ey. Ich bin sowas von am Arsch. 1, 2, 3, komm. Und los. Yes. Das wird niemals voll gehen, das sage ich euch. Ich werde niemals so einen Erfolg kriegen. Na, dafür müsste ich erstmal so 3, 4, 5. So. Hier, es wäre gar nicht möglich. Eine Tatsache geschuldet, dass ich schon hier die Ringe sammeln müsste. Also den roten Ring. Deswegen würde ich sagen, ich setze jetzt mal einen ganz kleinen Schnitt, aber nur einen ganz kleinen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Special Stage machen. So, da sind wir auch schon in der Special Stage. Hat etwas gedauert, tut mir wahnsinnig leid. Aber jetzt geht's los, 120 Ringe und ich sag euch. 120 Ringe, ja. Das ist ein Nichts, das kommt noch. Das kommt noch.
Ja. Komm. Das kommt noch. Das Ding kommt noch. Genau deswegen. Genau deswegen wusste ich, dass das jetzt ganz sehr katastrophal wird. Wir wissen ja alle, die 7. Special ist immer die, die am meisten triggert oder einen in den Rage Wolves wirft. Von daher. Naja. Mach ich mir eigentlich nichts vor. Genau. Genau. Jetzt ganz vorsichtig. Oh Gott. Ja. Jetzt kommt die Kette her. Genau. Das werde ich bereuen, dass ich ihn gekriegt habe. Ich werde das sowas von bereuen. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut enden. 350 Ringe. Jetzt wird mit allen Mitteln gespielt. Eigentlich halt die Runde jetzt schon darüber, wie es ausgeht. Wenn du in der Runde scheiße bist, dann hast du verloren. Das kann ich jetzt sagen. Ja, jetzt kommt's. Sprung? Vergesst es, Leute, wir haben verloren. Yep, wir haben sowas von verloren. Eigentlich entscheidet die Runde schon, die zweite. Wenn du in der zweiten Runde mehr als genug Überschussringe hast, hast du gewonnen automatisch. Dann kann ich eigentlich gar nichts mehr was streitig machen, aber wenn du in der zweiten ersten Runde verkackst, dann hast du eigentlich schon verloren. Das ist eine Lehre, die ich schon bereits gezogen habe vor längerer Zeit. Genau. Genau, jetzt die andere Hälfte, genau, jetzt kommt da rein. Sehr gut. Und jetzt! Mann, immer krieg ich diese Ringe, ne? Was sind das für dumme Ringe, ey? Ja, dumme Ringe, ne? Sie sind dumm, sie können nicht denken. Na gut, sie haben nicht mein Gehirn, aber von dem her. Jetzt wird's eklig, jetzt wird's wieder eklig. Nächstes Mal renne ich in die Stacheln rein da. Ich glaube, man muss das machen, dann kann man die auf jeden Fall alle erwischen. Man gleicht das dann alle mal aus. Genau. Genau, jetzt gehen wir in die Seite. Was? Das hat schon Schaden gemacht? Ha, ausgeglichen, ne? Das war schön ausgeglichen, nicht wahr? Jetzt alles einsammeln, was geht. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben über 400 Ränge. Wenn wir jetzt gut sind, kriegen wir den Emerald. Ich glaube, 450 Ringe ist die letzte Zahl, oder? 500. Das ist machbar. Das ist machbar. Ja. Yes. Genau. Was? Muss man da... Ey. Junge. Vergesst es, wir werden es nicht schaffen. Wir müssen mehr Gas geben, aber wir kommen ja nicht auf Turbo. Vergesst es, Leute. Noch einmal. Und noch einmal und noch einmal und noch einmal, bis ihr vor Langeweile gestorben seid. Das will ich das Spiel vermitteln. Ich sag so, wenn das noch einmal eine Scheißrunde wird, dann schneide ich es ungefähr bis zur dritten Runde ran. Dass wir mal nur die Phase haben, wo es wirklich darauf ankommt zu sterben. Wenn mal der Turbogang drin wäre, dann wäre alles viel einfacher. Genau. Los, komm. Ah, leck mich doch. Ich mach klar nochmal. Wir sind schon schlechter als die letzte Runde. Das ist schon das Traurige. Wenn du immer schlechter wirst, dann weißt du genau, das Spiel triggert dich. Merkt's euch fürs Leben. Ah, ich hasse das eigentlich. Ich hasse es wirklich abgrundtief. Du musst eigentlich mit Boost perfekt arbeiten, damit es perfekt funktioniert. Genau.
Habe ich mal noch drei. Was? Ey, jetzt habe ich gar nicht getroffen. Jetzt komme ich nicht mal auf Turbo. Hey, ey, ey, ich habe den nicht mal berührt. Das zählt eigentlich überhaupt nicht. Das zählt überhaupt nicht. Ich kann den nicht kriegen. Der Ring ist unerreichbar. Er ist falsch platziert. Er hätte mehr nach links gesetzt werden müssen. Das glaube ich zumindest ist das, was das Spiel mir sagen will. Das kannst du mir nicht sagen. Jetzt ist die Frage, was jetzt machen, weil ich sagt. Now. Dann komme ich jetzt zum letzten Mal. Gut. Jetzt ganz vorsichtig und. Na, endlich! Aber es reicht auch nicht. Wir sind noch schlechter als in der letzten Runde. 10 Ringe mindestens. 13 Ringe insgesamt. Um genau zu sein. Und das heißt allein schon, die Katastrophe ist vorprogrammiert. Wir werden sterben. Now. Now. In die Mitte. Außen. Auf die Fresse bekommen. Und los. Genau. Immer schön außen bleiben. Vergesst es, Leute. Wir haben jetzt schon verkackt. Warum hat das Item nicht eigentlich angenommen? Ich will... Ja, wolltest du die eigentlich schneiden? Ich hatte es vor, nur ich vergesse es nicht. Aber ich gesagt habe, erst ab der dritten Runde. Letzter Try. Wenn das jetzt nicht wird, dann schneide ich wirklich. Dann gibt es für mich kein Pardon mehr hier. Und dann, wenn ich sage, läuft, das glaubt, ich sag's mit euch, die Let's Player-Regel des Karma ausnutzen wird dann eintreffen. Die besagt ja das so schön. Hey, paar Ringe mehr. Vielleicht ist es jetzt besser, kann ja sein. Oh Gott, ich hätte es nicht sagen sollen. Leute, Let's Player-Regel ausgelöst, jetzt bin ich am Arsch, jetzt habe ich verloren. Endgültig. Wer einmal die Let's Player-Regel getriggert, der hat kein Recht mehr hier, naja, gut zu sein. Merkt's euch. Ey, was? Ist der Zahn gezählt? Irgendwas stimmt da ja nicht. Ey, was? Das hat gezählt? Als Treffer? Na lol. Bist du noch schlechter? Ich schneide jetzt. Konsequent. Kleinen Moment. Jetzt gehen wir mal mit etwas mehr Ring ins Rennen. Also wenn das jetzt nicht klappt. Ich schwöre bei Gott. Ich werde mich selber dafür umbringen. Wenn das jetzt nicht reicht. Um das jetzt voll zu kriegen. Ich schwöre mit euch. Genau. Und. Genau, habe ich voll. Genau. Links und rechts rein. Yes, wir haben es voll. Wir haben die Ringe, die wir brauchen. Jetzt kann ich mich ein bisschen mehr zurücklehnen. Ich kann mich zurücklehnen. Ich habe es ja zusammen, was ich brauche. Zwei Ringe fehlen, aber egal. Jetzt ist die Frage, wann wir mal Beschleunigung bekommen. Ich komme hier auf Turbo. Du kannst vergessen, aber egal. Wir haben ja, was wir wollten. Von daher, wir haben die Ringe, wir haben die über 500. Und damit können wir uns jetzt endlich das tun, was uns noch zusteht. Der letzte Chaos ermüllt. So, und jetzt nach Ewigkeiten können wir endlich mal mit den Zoo weitermachen. Was meint ihr? Ja, die siebte Spielstelle, immer der größte Albtraum meines Lebens. In jedem Spiel. Ja gut, ist sie wirklich, aber im größten Teil ist es halt leider so. Leider. Interessant, das Spiel ist ja abgeschmiert. Sonic 1 wollte ja nicht mehr. Ach, die Musik, ich weiß noch. Ein gewisser jemand. Ah, schnell mal kurz hochziehen. Ein gewisser jemand namens Chris, der dreht jetzt mal bei der Musik voll ab. Und jetzt haben wir einfach mal das.
Schnell hoch, 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 hoch. Hey, wir haben ihn. Danke. Und yes. Jetzt können wir uns hier richtig schön hier aufs Zaun konzentrieren. Jetzt müssen wir nicht mehr drauf achten hier. Ringe oder keine Ahnung. Ja, ich lasse es mal lieber, sonst kommen irgendwelche dummen Kommentare jetzt raus. Aber die muss ich, die ist, ey. Ey, hast mich gerade angegriffen, du hässlicher. Oh Gott. Au. Tails hat doch Schutzschild. Der kann sich cool fühlen, ne? So. Alter, jetzt gehe ich hier ab. Ey, ich gehe ab. Moment. Ich weiß, was da ist. Das ist mein Lieblingsding. Das mag ich. Wenn man das zu zweit macht, dann ist es noch lustiger. Mein, weil mein Controller ist mal rot. Oh. Weil es gibt einen Trick da, aber mein Controller rennt weg. Der hat Angst vor mir. Controller, was hast du für Schiss vor mir? Du hast mir mal 30.000 Punkte-Score verpasst. Ich wollte 30.000 machen. Ja genau. Ich zähle trotzdem. Als Schaden, weil du ein 31er bist. Hä? Wieso, seit wann bin ich ein 31er? Guck mal auf deine Lebenszahl. Tja, jetzt bin ich ein 30er, mein Freund. Kein 30er. Pech gehabt, würde ich mal sagen. What? Ui. Oh. Das war cool. Das war jetzt geil. Ja, das war geil. Oh, wir haben nochmal die Chance. Wenn der Controller nochmal wegrennt. Ich schwöre, ich halte dich fest. Diesmal halte ich dich fest. Wenigstens 21.000. Hier, fress. Na, mit Tastatur geht es, glaube ich, einfacher mit den 30.000. Aber leider spiele ich ja mit Controller. Da muss alles schwieriger werden. Und ich fliege einfach drüber, weil ich einfach ein Lappen bin. Chaos ein Lappen, ne? Ey, was ist das für ein... Ey! Ich hab keinen Bock mehr. Nicht bei den Gegnern, ey. Zum zweimal bei dem scheiß Gegner. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Der Typ hat mich verarscht. Jetzt gibt's Dresche. Mit Coop Dash. So. Nein, das war ich nicht. Und jetzt bin ich. Und los. Rasend lang. Oh, du mächtiger Spindash-Bohr des Todes. Und rase immer weiter. Hey, können wir da hoch eigentlich? Frag mich nur, ob das möglich ist. Nee. Hey, ich will da noch. Da will ich aussteigen. Zumindest da will ich noch aussteigen irgendwo. Genau. Jetzt nochmal hoch. Was? Ja, Stacheln des Todes. Ein Albtraum. Der größte Albtraum eines jeden Chaos. Stacheln. Ey, scheißegal, wir haben eh die Emeralds, von daher ist es mir so relativ egal wie egal. Relativ egal wie egal, cool. So, Score reingezählt. Gib mir das Leben, jetzt bin ich wieder ein 31er, perfekt. Ich meine, wann bin ich denn nie ein 31er? Oh, ich bin kein 31er? LOL. Das bin ein 31er, ist aber egal. Oh nein, jetzt geht der Ärger los. Los, schnell. Hey, kann man hier hoch, bisschen hochflyen? Ja. Komm, machen hier. Komm her, Tails. Ich brauche mal deine... Und... Was? Der macht die falsche Aktion. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Tails. Das ist das große Problem bei Tails. Manchmal könnte ich ihn wirklich dafür erwürgen, was er macht. Aber heute mal nicht. Gut, dann habe ich mal das geschafft, überlebt.
jetzt hoch. Genau. 1, 2, 3 und schnell weg hier. Wir müssen uns beeilen, wir müssen schnell hier raus. Genau. Oh, meist klappt der Move. Ah. 1, 2, 3, komm. Und jetzt spinne ich des Todes. Bam. So, Moment mal. Halt! Sonic, du läufst da jetzt gefälligst da hoch. Nochmal. Nein! Ey, ich weiß auch nicht, was ich manchmal sagen soll. Wie viel Dummheit ich hier sehe, teilweise. Das kann ich fast nicht mehr auf einen Haufen vertragen. Ich hoffe, ich sage nicht das, was ich hier meine. Oder will. Hey, können wir uns auch cheaten? Ja. Feuer. Wir brennen die Städte. Mit der Macht des Öls. Na, deine Macht des Öls ist nur so mächtig, solange ich da bin, ne? Ah, jetzt kommt sie klein. Da kommt die Stelle, jetzt. Mal. Hallo, ey. Tails, was machst du? Der Gang. Warte mal. 24.000. Wie die Zerstörung hier. Brutales Zerstören hier. Ja. Jetzt da hoch. Jetzt nochmal höher, komm. Wir haben es fast. Genau. Jetzt müssen wir leider warten. Ich hab Angst, Hilfe. Guck mal, wie zerstört werden, oder? Im Sand versinken, geht auch. So. Und jetzt schnell. Oh Gott. Das ist jedes Mal eine knappe Kiste. Das ist wirklich immer eine knappe Kiste, aber wir haben den roten Ring. Das heißt, wir haben alle roten Ringe von Oldessa zusammen. Ist doch kein schlechtes Ergebnis, nicht wahr? Dann können wir uns in Ruhe jetzt mit dem Boss jetzt anlegen, weil Boss, das Ding macht doch Spaß, oder? Oder? Doch, der Schrottgigant. Naja, das Eggman reiner Schrott ist, das wusste ich auch schon seit... Keine Ahnung, wie lange wusste ich das schon, dass er Schrott ist? Ah, ich will es nicht wissen. Oh, schön, alle Lampen leuchten, das gefällt mir. Das war für die entsprechende Kulisse schon mal. Wisst ihr, was geil wäre? Ich weiß, ich sollte sowas bei Bosskämpfen nicht machen und ganz fair spielen. Aber ich habe unbedingt mal Lust, es einmal hier und jetzt zu machen. Ihr könnt mich später dafür kreuzigen, aber... Jetzt will ich es doch mal machen, ne? Oh ja, ne. Jetzt kommt ein wunderschönes Spiel, was sich Tetris nennt. Tetris verarme. Hallo? Ich kann die... habt ihr es gesehen? Ich konnte die anvisieren. Na gut, die Kisten kann man zerstören. Mann. Danke. Ich dachte, gar nichts mehr hier. Oh, wey. Uncool. Hat selbst nach links gezogen oder war das nur so ein... Genau. Na komm, du Schrottgigant. Der haut jetzt voll auf die Tasten hier. Oder in die Tasten oder auch keine Ahnung. Genau. Treffer in die... Ach, keine Ahnung wohin. Auch noch mehr Kisten. Hat ja noch nicht gereicht, nicht wahr, ne?
Okay. Genau. Er gibt noch nicht auf. Ich sag's euch. Denn jetzt haut er alles runter, was er kann. Na gut, ich dachte, Boxen sind jetzt teilweise los. What? Alter, wie lange geht's noch weiter? Wenn wir auch noch fertig werden, oder? Naja, der gibt ja eh nicht auf. Na komm. Yes. Oh Gott. Ja, ah. Jetzt werde ich ausgerottet. Ich sag's euch. Zwei Kisten kommen noch. Er stirbt. Er hat immer noch ein paar Leben. Oder... Nö, er hat keine Leben mehr. Wäre mir neu gewesen, dass er noch ein paar Leben hätte. Hätte mich gewundert, aber sehr verwundert. Gut, gehen wir hoch. Oh nein. Oh Gott. Vor allem was... Ich will es nicht mal von Mayonnaise gar nicht bringen, aber... Okay, jetzt geht er da hin. Jetzt kommt er hier hin. Und Attacke. Oh Gott. Schön erniedrigt, nicht wahr? Ach, die schöne Erniedrigung. Das gefällt mir immer wieder und wieder. Und da stirbt er. Tja, Eggman, mit Schrott kannst du mich halt auch nicht besiegen. Oder wie nennen die einige dich auch dafür deswegen Schrottnik, aber egal. Und damit haben wir der Satz abgeschlossen. Yes! Großer Erfolg für mich, eigentlich wirklich, aber mir jetzt war Erfolg und wer sonst behauptet, der hat keine Ahnung. Damit haben wir alle Emeralds zusammen. Und nein, ich sag, kommt nie und ich bin ein 31er, scheiße. Ah, jetzt ist schwer. Puh, ich dachte schon. Und damit haben wir uns die nächste Zone freigeschaltet, die jetzt kommt. Die Sky Fortress. Doch im nächsten Part werden wir weitermachen mit Episode Metal, also der Bonus-Episode von Sonic 4 Episode 2, weil ich finde, das ist an der Stelle sehr gut angebracht. Und dann machen wir weiter dann mit Richtung Finale des Spiels. Von daher, ihr könnt es Kommentare und Bewertung da lassen. Bis jetzt im nächsten Part wieder. Bis dahin und Emeralds Control.